Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Heute beschäftigen wir uns mit einer der zwei großen religiösen Strömungen in Taiwan, dem Buddhismus. Es geht um die Frage, wie aus den Lehren eines einzelnen Lehrers und Asketen die Volksreligion eines ganzen Kontinents wurde. Im frühen originalen Buddhismus war es ja so, der Buddha hat gemeint, also nur zwei Dinge, der Buddha hat gemeint, Leben ist an sich unbefriedigend. Und als zweites, wie kommt man aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt raus? Und sonst nichts. Im späteren Buddhismus kam dann natürlich alles Mögliche dazu. Der hier über den Buddhismus spricht, ist der österreichische Mönch Huishou. Seit über 20 Jahren hat er sich im Foguangshan-Kloster in Kaohsiung, Südtaiwan, ganz dem Dasein als buddhistischer Mönch verschrieben. Bei einem Spaziergang über das Tempelgelände sind wir im Gespräch über die Inhalte des Buddhismus. Gerade erklärt er mir, wie sich der Buddhismus im Laufe der Zeit verändert hat. Die ersten 500 Jahre wurden die Ansprachen, Lehrreden des Buddha oral weitergegeben. Da hat eine Gruppe von Mönchen hat sich immer das gemerkt und das gemerkt. Wurde immer rezitiert, damit man es nicht vergisst. Und nach 500 Jahren, da war eine Dürre, soweit ich mich erinnern kann, in Sri Lanka, und der König hat gesagt, da sind jetzt so wenig Mönche, damit die Lehre nicht ausstirbt, schreiben wir sie erst einmal nieder, nach 500 Jahren nach dem Buddha. Während ungefähr zur gleichen Zeit ist der spätere Buddhismus entstanden, Mahayana, und da steht zwar drinnen, der Buddha war im Lumbini-Park oder irgendwo und hat das und das gesprochen. Aber kein Gelehrter, kein westlicher Gelehrter glaubt, dass das wirklich vom Buddha ist. Das wird einfach dem Buddha angehängt und frisch erfunden. Ja. Nur ganz Gläubige, auch wenn es Gelehrte sind, ganz Gläubige sagen, der Buddha hat das gesagt. Mhm. Es gibt auch die Begründung, die hier ganz herzig ist, also warum hat man diese späteren Texte, die ja im frühen Buddhismus gar nicht gefunden werden? Ja, den Primitivbuddhismus, das ist ja schon schön, Primitivbuddhismus, den hat der Buddha seinen ersten Gläubigen da gelehrt. Ja. Erst später hat er dann den höher entwickelten, den besseren Buddhismus, der für die Intellektuellen, den hat er dann später auf spirituelle Weise übertragen. Der historische Buddha Gautama starb 483 vor Christus in Indien. Über die Jahrhunderte wurde aus seinen Lehren vom Leben als Leid, vom Kreislauf der Wiedergeburten und dem Ausweg aus diesem Kreislauf durch Meditation und Erleuchtung eine Volksreligion, in die Riten und Heilsversprechen integriert wurden. Schon in Indien, der Buddha hat dann in Indien hat den ganzen Hinduismus weggelassen, aber der Ganze ist wieder reingekrochen. Ja. All die Statuen, alles Bunte, alle Zeremonien und so weiter, ist alles wieder reingekommen, nur wurde es halt jetzt buddhistisch genannt. Ich habe einmal einen Meister gefragt, war ich das oder habe ich das gelesen, das bringe ich jetzt durcheinander. Und dann haben wir gefragt, warum der Buddha sagt, diese Zeremonien und so weiter sind nutzlos, warum haben wir dann so viele Zeremonien im späteren Buddhismus? Der Meister hat dann gesagt, ja, der Unterschied, das waren hinduistische Zeremonien und jetzt unsere sind ja buddhistische Zeremonien. Die wirken, das ist der Unterschied. Heute wird der Buddhismus weltweit praktiziert. In seiner angestammten Heimat in Süd-, Südost- und Ostasien gibt es drei große Richtungen des Buddhismus, den Theravada-Buddhismus in Südostasien, den Vajrayana oder tibetischen Buddhismus und den Mahayana-Buddhismus in China, Taiwan, Japan und Korea. Alle drei beinhalten wiederum diverse Schulen, wie den bekannten Zen-Buddhismus in Japan und China. Doch sie alle sind Weiterentwicklungen der ursprünglichen Lehren, sagt Huishou. Sie sind nicht unbedingt das, was der Buddha zu seiner Zeit da gelehrt hat.
Aber das ist eben der, zuerst einmal in Indien schon der Einfluss des Hinduismus. Und als der Buddhismus dann nach China kam, musste der ganze Konfuzianismus übernommen werden, denn das Wichtigste im Konfuzianismus ist, auf die Obrigkeit hören. Kein Herrscher in China hätte diese fremde Religion reingelassen, wenn sie nicht total Konfuzianismus 100% übernommen hätten. Also auf die Obrigkeit hören, das Allerwichtigste. Und natürlich dann Taoismus. Taoismus ist nie ausgestorben. Die westlichen Gelehrten sagen, er ist direkt in den Zen-Buddhismus, Chan auf Chinesisch, übergegangen. Und ich habe mich so gewundert, als ich in der Meditationshalle war und ich diese Texte gelesen habe, das, was die taoistischen Meister, also der Lao Tse, Frage, ob der je existiert hat, aber der legendäre Begründer Lao Tse und sein Hauptjünger Chuang Tse, wenn man diese Texte liest und dann einen Satz von einem Zen-Meister, habe ich gewundert, das ist ja identisch, da ist ja kein Unterschied. Nur das einzige Problem, der Buddha hat es nirgendwo gesagt in den Pali-Texten. Ja? Also ist der Taoismus einfach übergegangen. Konfuzianismus ist angeblich zu sehen in den ganzen Ritualen. Da gibt es ja das Buch der Rituale, ich habe es nie gelesen, aber der Konfuzianismus, der Konfuzius hat gesagt, ich glaube, 5 heilige Bücher haben die. Und eines ist der Buch der Rituale. Ja. Und jedenfalls Rituale und Zeremonien sind so wichtig, der Buddha hatte nichts davon. Und so ist Konfuzianismus, Taoismus und chinesische Kultur zum mit dem hinduistischen, Hinduismus vermischten Buddhismus dann übergegangen und verschmolzen. In Taiwan haben buddhistische und taoistische Tempel gleichermaßen viele Gottheiten, zu denen die Besucherinnen beten. Oftmals vermischen sich Bodhisattvas und taoistische Götter in einem und demselben Tempel und es ist gar nicht leicht zu erkennen, zu welcher Richtung ein Tempel nun gehört. Für uns, aus einer zentral organisierten, monotheistischen Tradition kommend, ist das oft schwer zu begreifen. Aber das ist andersherum offenbar nicht viel anders. Mir hat in einem kleinen taoistischen Tempel jemand gesagt, ich bin so froh, dass du jetzt kein Christner bist, sondern ein Buddhist. Ich habe nie verstanden, wie der Jesus, der eine Mann da, wie der sich um die ganze Welt kümmern kann. Da habe ich mir gedacht, der versteht das Konzept überhaupt nicht, ja, des Jesus und Gottes und so weiter. Also für den ist es wichtig, dass man viele Götter hat und für jeder Gott ist für was anderes zuständig und die vielen, vielen Götter mit ihrer ganzen Götterhierarchie, die können uns halt bei unseren kleinen Leiden helfen. Wie das Volk den Buddhismus betrachtet und verwendet, ist es oft ziemlich ähnlich. Das ist nicht der Buddha, der ausdrücklich betont hat, dass er nur ein Mensch ist und sonst gar nichts und mit menschlicher Kraft herausgefunden hat, wie man das, die Leidhaftigkeit, Unbefriedigendheit des Lebens überwinden kann. Aber dann sieht man diese Statuen, die Leute verbeugen sich, sie bitten um etwas, obwohl er gesagt hat, dass er nicht mehr wiedergeboren wird. Ja, wie passt das zusammen? Ja, wenn es Volksreligion wird, dann hat man halt viele Statuen, viele Götter und viele Sachen, die das Volk halt haben will und unbedingt braucht. Sie hörten das Wochenendmagazin. Ich bin Karina Rother und nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Buddhismus und dem österreichischen Mönch Hui Shou.